Hallo und herzlich willkommen beim Galileo 360 Grad Ranking Spezial. Heute wird es bei uns echt tierisch. Und glauben Sie mir, Sie werden staunen, welche Überraschungen unsere Crazy Animals für Sie bereithalten. Es geht los mit Schweinen. Die gehen auf den Bahamas nämlich einem für Schweine eher ungewöhnlichen Hobby nach. Die Bahamas. Weiße Traumstrände mit Schweinen. Und was diese Tiere so außergewöhnlich macht, ist tatsächlich eine völlig skurrile Vorliebe. Sie schwimmen im Meer. Um den Grund dafür herauszufinden, bringt uns Freddy zu ihnen. Die schwimmenden Schweine sind angeblich ganz normale Hausschweine. Und auf dieser kleinen Insel leben sie. Sobald die Schweine Freddys Boot entdecken, springen sie ins Wasser. Und warum? Schweine sind gierig. Sie lieben Essen. Und sobald jemand hier an den Strand kommt, wissen sie ganz genau, hey, der bringt bestimmt Futter. Also haben sie angefangen, schnell zu den Booten zu kommen, bevor die anderen Schweine auf der Insel ihnen zuvorkommen. So hat jedes Schwein schwimmen gelernt. Und tatsächlich, immer mehr Schweine schwimmen zu Freddys Boot. Gleich vier Tiere geben im 2 Meter tiefen Wasser mit ihren kleinen Hufen Vollgas. Die Schweine paddeln wie Hunde, aber mit einem entscheidenden Vorteil. Sie können ihren Rüssel wie einen Schnorchel über Wasser halten. So sind sie blitzschnell bei Freddys Futter. Sie essen besonders gern Gemüse und Küchenabfälle, Brot und sowas, aber kein Fleisch. Die Schweine scheinen ihre tägliche Abkühlung im Meer zu lieben. Immerhin legen sie für das begehrte Futter bis zu 1 Kilometer Strecke zurück. Freddys Verwandte haben die Borstentiere vor Jahren auf die Insel gebracht, um sie zu züchten. Jetzt sind sie eine Touristenattraktion. Wie viele schwimmende Schweine aber mittlerweile auf den Bahamas leben, weiß niemand so genau. Für unseren Platz 16 fahren wir in den US-Bundesstaat New Hampshire. Hier lebt Hulk, ein Riesen-Pitbull. Er ist zwar nicht der größte Hund der Welt, aber das mit Abstand größte Exemplar seiner Rasse. Wir sind verabredet mit Hulks Besitzer, mit Marlon. Er wohnt hier mit seiner Frau Lisa und dem 3-jährigen Sohn Jordan. Die Familie betreibt eine professionelle Hundezucht, doch einer fehlt hier noch. Und wo ist denn Hulk? Hulk! Komm runter, du großer Kerl! Muss ich jetzt hier aufpassen? Auf keinen Fall. Der ist total freundlich. Der Kopf von Hulk ist wirklich gewaltig. Schon normale Pitbulls lösen bei vielen Menschen Beklemmungen aus. Doch Sohn Jordan hat vor Hulk überhaupt keine Angst. Denn die Erziehung entscheidet, ob aus einem Pitbull ein gefährlicher Beißer oder ein lammfrommer Familienhund wird. Für uns interessiert sich Hulk nicht im geringsten. Kameras ist er gewohnt. In den USA ist er ein Star. Ich bekomme ständig Angebote von Leuten, die mir Hulk abkaufen wollen. 5-mal habe ich schon 1 Million Dollar angeboten bekommen. Das klingt nach viel Geld für einen einzigen Hund, aber Hulk ist eine absolute Goldgrube. Der ist mehrere Millionen wert. Unglaublich, aber wahr. Der 2-jährige Hulk hat eine Facebook-Seite, einen Buchvertrag und eine Fernsehshow in der Tasche. Seine Welpen sind Zehntausende Dollar wert. Hulk isst täglich 1 Kilo Trockenfutter, 2 Dosen Nassfutter und 1 Kilo rohes Hühnerfleisch, angereichert mit Eiweißpulver. Er ist übrigens noch gar nicht ausgewachsen. Im nächsten Jahr könnte Hulk nochmal 5 bis 10 Kilo an Gewicht zulegen. Oregon, im Nordwesten der USA. 230 Kilometer von der Hauptstadt Salem entfernt liegt Wildlife Safari. Ein Park voller exotischer Tiere. Hier gibt's Giraffen, Strauße und Flusspferde. Doch die eigentliche Attraktion sind autowaschende Elefanten. Sie sind die einzigen weltweit. Eine Goldgrube für den Tierpark. Elefantenpflegerin Katie Allen war von Anfang an dabei. Wir haben 25% mehr Besucher, seit die Elefanten Autos waschen.
Erst wurden wir im ganzen Land bekannt und dann sogar im Ausland. Es gibt Leute, die extra aus anderen Ländern kommen, um ihr Auto von den Elefanten waschen zu lassen. Es ist sehr beliebt. Elefanten Bulle George wiegt 6 Tonnen. Aber wenn Pflegerin Katie etwas von ihm will, hört er aufs Wort. Vor der Autowäsche kommt erstmal die Trockenübung. Gewaschen wird allerdings nur mit Wasser. Seife gibt's nicht. Whoa. Good boy. Good. 1 Uhr. Schichtbeginn für die Elefantenmädchen Tiki und Alice. Die Kundschaft wartet schon. Melissa Bro und ihre Kinder sind heute zum ersten Mal da. Ihr wollt zur Autowäsche? Das macht $20. Hier ist euer Ticket. Bitte fahrt vor bis zu den Pylonen, okay? Viel Spaß! 3-mal pro Woche ist die Waschanlage geöffnet. Aber nur für 2 Stunden, sonst wird's den Dickhäutern zu viel. Jeder Elefant kann einen besonderen Trick. Den Rüssel direkt an die Scheibe drücken, das ist die Spezialität von Alice. Bis zu 10 Liter Wasser passen in den Elefantenrüssel. Die autowaschenden Elefanten aus Oregon. Definitiv total crazy. Pferdestall? Nein, danke, sagt sich dieser 3-jährige Hengst. Nazar lebt viel lieber mit Besitzerin Stephanie unter einem Dach. Kalt draußen. Ja, du hast es schon warm hier, ha? Huh? Und weil es so schön ist, will Nazar auch gar nicht mehr in seinen Stall zurück. Alles begann mit einem Orkan, der im Raum Flensburg sein Unwesen getrieben hat. Alle Bäume lagen auf der Straße, es war furchtbar. Habe ich überlegt, wohin mit dem Pferd, und weil draußen auch alles voller Bäume ist, erschien es mir am sinnvollsten, ihn reinzuholen, um ihn zu schützen. Und obwohl der Sturm nach 3 Tagen vorbei war, ist Nazar einfach geblieben. Hier in seinem eigenen Zimmer. Doch das ist ihm wohl auf Dauer zu langweilig, denn Nazar stöbert lieber in der Wohnung herum und steckt überall seine neugierige Nase rein. Kann man dem Pferd böse sein? Nein. Aber irgendwie ist das so ein bisschen mühselig. Sie sehen ja schon, wie das hier aussieht. Ja. Kein Wunder, dass sich Nazar bei so viel Narrenfreiheit hier besonders wohl fühlt. Außerdem gibt's immer Süßigkeiten, statt dauernd nur Möhren und Heu. Aber was macht eigentlich so ein Pferd den ganzen Tag? Im Haus? Ja, das fragen viele. Er nimmt einfach am Leben teil. Also, man fragt zum Beispiel ja auch nicht, wenn jemand einen Hund drin hat, oh, was macht der Hund? Sondern man dacht, der läuft halt so hinterher und ist überall mit dabei. Und so ist es ja auch. Nur, dass kein falscher Eindruck entsteht. Gearbeitet wird auch. Heute zum Beispiel trainieren Nazar und Katze Lisbeth ihre Version der Bremer Stadtmusikanten. Nur Hund Aaron muss noch auf und der Hahn fehlt leider. Nazar, unser Platz 14. Thailand. Eine Fahrstunde südöstlich von Bangkok liegt der Samut Prakan Tierpark. Hier lebt unser nächstes verrücktes Tier, Affenmann Dodo. Der stiehlt nämlich allen anderen Tieren im Zoo die Show. Und zwar mit diesem skurrilen Hobby. Der Schimpanse spielt leidenschaftlich gerne mit 2 kleinen Tigerbabys. Doch nicht nur das, er hat auch einen wichtigen Job. Denn der Schimpanse ist Tigerpflegepapa. Seine Aufgabe, den hungrigen Nachwuchs zu füttern, und zwar wie die Tierpfleger mit der Flasche. Den Umgang mit den Tigern hat sich Affe Dodo bei seiner Pflegerin abgeschaut. Dodo ist so neugierig und hat beobachtet, wie wir die Tigerbabys füttern. Irgendwann haben wir ihn ins Tigergehege mitgenommen und er hatte keine Angst. Er spielte stundenlang mit den Babys. Also hatte ich die Idee, ihm auch das Füttern beizubringen. Das Füttern klappt nur in der richtigen Position. Tiger Aorn soll dabei eigentlich auf Dodos Schoß sitzen. Gar keine so leichte Angelegenheit. Dass die Flasche von einem Affen gehalten wird, scheint der Raubkatze völlig egal zu sein. Schimpanse Dodo und seine Adoptivtiger. Unser Platz 13. Ein ziemlich abgefahrenes Tier haben wir in Sweetwater, USA aufgespürt. Es ist eine besondere Katzenart, die von dem Ehepaar Gobble gezüchtet wird.
Ja, das hier sind die Lykoi, auch Werwolfkatzen genannt. Der Begriff Lykoi kommt übrigens aus dem Griechischen und heißt übersetzt Wolf. Weltweit gibt es gerade mal 30 Stück davon. Wenn man sie sich anschaut, merkt man, dass sie alle kahle Stellen haben. Fast überhaupt keine Haare auf der Nase, an den Ohren und den Augen. Deshalb sehen sie so aus wie aus den klassischen Werwolffilmen der 80er und 90er. Und sie haben auch diese Struktur von schwarzen und weißen Haaren, welche es bei keiner anderen Katze gibt, außer dieser. Und das gibt diesen Werwolfslook. Bei Familie Gobble dreht sich inzwischen alles nur um Werwolfkatzen. Mutter Brittany Gobble ist für die PR der neuen Katzenrasse verantwortlich. Dafür hat sie sich extra ein kleines Studio eingerichtet. Die Werwolfkatzen sind ihre Lieblingsmodels und absolut fotogen. Sie sind sehr aufmerksam, ähnlich wie ein Jagdhund. Sie fixieren sich sehr auf die Kamera. Es ist Fütterungszeit. Wir sind gespannt, was in den Napf kommt. Sie essen kleine Babys bei Vollmond und tagsüber begnügen sie sich mit gewöhnlichem Katzenfutter. Nee, ich mache nur Spaß. Sie essen Trockenkatzenfutter und Dosenfutter. Die wenigen Exemplare, die zum Verkauf stehen, sind schnell weg. Einer der Glücklichen hat heute seinen großen Tag. Er darf sein Werwolfkätzchen abholen. Sie sind hier drin und dein Baby liegt dort drüben. Umgerechnet 4.400 Euro kostet das Kätzchen. Der Preis ist gerechtfertigt, weil es eine neue Katzenrasse ist. Und wenn man sich neue Zuchtrassen anschaut, bewegen sie sich preislich immer zwischen 2.000 und 5.000 Dollar, manche sogar 15.000. Wer sich in so ein Kätzchen verliebt hat, muss also nicht nur lange warten, sondern auch viel löhnen. Ein Goldfisch, der Fußball spielt? Unser Crazy Animal auf Platz 11 kommt ebenfalls aus den USA. Genauer gesagt aus Pittsburgh. Hi, willkommen in der Fischschule. Hier lebt der schlauste Fisch der Welt. Dean Pomalo hat Kermit ausgebildet. Hier ist er. Kermit, der cleverste Fisch der Welt. Eigentlich ist Kermit ja ein ganz normaler Goldfisch. Nur sein Hobby ist ungewöhnlich. Er lernt gerne Tricks, zum Beispiel durch einen Reifen zu schwimmen oder durch einen vertikalen Tunnel. Kermit kann mehr Tricks als jeder andere Fisch auf der Welt. Nicht mal eine Limbo-Stange ist für ihn noch eine Herausforderung. Dafür müssen Trainer und Goldfisch aber auch zweimal am Tag für eine halbe Stunde üben. Fische lassen sich trainieren wie Hunde, Katzen oder Delfine. Man muss sie nur mit Futter belohnen. Man nimmt ein bisschen Fischfutter, steckt es in diesen Stab und hält es ins Wasser. Der Fisch kapiert schnell, dass darin Futter ist und folgt dem Stab überall hin. Mit vielen Belohnungen hat Kermit auch Fußball spielen gelernt. Seine Technik kann man definitiv als ungewöhnlich bezeichnen, aber effektiv ist sie allemal. Die Trefferquote 100%. Eine Woche braucht Kermit im Schnitt, um einen neuen Trick zu erlernen. Und der letzte ist der schwierigste Trick von allen. Kermit soll den Ring zurückbringen. Aber auch das meistert er mit Bravour. 9 Tricks hat Kermit drauf. Kein Fischkollege schafft mehr. Mit diesem unglaublichen Hobby ist Kermit eindeutig der verrückteste Goldfisch der Welt. In der Brandeis University in Boston, Massachusetts, lebt unser nächstes Supertier. Hier erforscht Dr. Irene Pepperberg seit über 30 Jahren die Intelligenz von Papageien. Und Griffin, ihr afrikanischer Graupapagei, ist der klügste Papagei weltweit. Warum, wird er uns gleich zeigen. Sag mir, was ist das? Holz, sehr gut. Braver Vogel. Okay, dafür gibt's eine Nuss. Wir arbeiten seit Juni 1977 mit Papageien. Wir wollten herausfinden, wie intelligent sie sind. Unser Ziel war es, sie so zu trainieren, dass sie auf Englisch mit uns kommunizieren. Und sie dann auf Englisch so zu fragen, wie man Kinder fragen würde. Dr. Pepperberg hat herausgefunden, Griffin kann in etwa so denken wie ein 3-jähriges Kind. Welche Farbe hat der Becher? Welche Farbe?
Gelb, guter Junge. Und welche Farbe ist das hier? Welche Farbe? Welche Farbe? Nein, komm schon, konzentrier dich. Orange, gut gemacht. Wir trainieren jeden Tag mit ihm. Natürlich nicht immer das Gleiche, denn er ist sehr schnell gelangweilt. Und wenn er sich langweilt, fängt er an, alle falschen Antworten der Reihe nach aufzuzählen. So lässt er uns wissen, dass er keine Lust auf die Aufgaben hat. Das Gehirn von Papageien ist nur so groß wie eine Walnuss. Trotzdem können sie Zusammenhänge erkennen und vor allem sich merken. Welcher Laut ist das hier? Gutes Vögelchen. Von wegen Papageien plappern nur nach. Welche Form ist das? Gutes Vögelchen, aber wie viele Ecken? Vier Ecken. Griffin ist mittlerweile 20 Jahre alt und trainiert von klein auf. Graupapageien können bis zu 60 Jahre alt werden, also hat er noch ganze 40 Jahre zum Üben vor sich. Doch der schlauste Papagei der Welt ist Griffin auch jetzt schon. Sekunden vor dem Startschuss für ein außergewöhnliches Rennspektakel und damit unserem Platz 9. Denn die Athleten sind Kakerlaken. Rennkakerlaken. Ihre Aufgabe, in dieser Kampfarena möglichst schnell vom Start ins Ziel zu rennen. Und das sind die Favoriten. Pamir, durchtrainiert und schmerzunempfindlich, heißt es. Und Olga die Dritte, exzellenter Laufstil. Wer von ihnen wird gewinnen? Oder macht es doch ein Außenseiter wie Putin? Hinterlistig. Mit ihm muss man immer rechnen. Alle sind nervös. Und er ist der stolze Besitzer des krabbeligen Rennstalls, Nikolai Makarov, eigentlich ein begnadeter Künstler. Er hat sogar ein eigenes Museum. Wenn er nicht malt, streichelt er lieber seine Rennkakerlaken. Ja, das sind wunderbare Wesen, wunderbare Insekten, die schon Dinosaurier überlebt haben, werden auch die Menschen überleben, sehr intelligent. Die Kakerlaken leben in seinem Atelier in einem Terrarium. Nikolai nennt es Klein Ibiza. So, dass die da am Strand sich ein bisschen auch unterhalten können und fühlen sich sehr wohl, wuscheln da im Sand, also verstecken sich unter dem Gehölz. Doch jetzt ist erstmal Schluss mit Faulenzen auf Klein Ibiza, denn jetzt ist Training angesagt. Dafür hat Nikolai extra einen Trainer bestellt. Monsieur Vitali, wie man ihn in der Szene nennt. Täglich trainiert er gemeinsam mit Nikolai die schnellen Schaben. Nikolais Rennkakerlaken trainieren etwa 100 Meter am Tag. Dadurch sollen sie lernen, die Spurtdistanz von 2 Metern möglichst schnell zu überwinden. Der Abend des großen Rennens ist gekommen. In der Kellerbar seines Museums hat Nikolai die Rennarena aufgebaut. Dann ist es soweit. Monsieur Vitali macht sich bereit und setzt die Kakerlaken in die Startboxen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird ein spannendes Rennen. Ich kann Ihnen versichern, es wird ein spannendes Rennen. Auf Bahn 5. Auf Bahn 5, Olga. Olga 3. Olga. Oh. Jawohl. Und nun auf Bahn 7. Pamir. Pamir durchtrainiert, schmerzunempfindlich. Wunderbar. Bereit. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, rien ne va plus. Es geht keine Wette mehr. Jetzt geht es um alles. Guter Start von Olga der Dritten, aber auch Pamir ist gut weggekommen. Wird die Favoritin es schaffen, ihren Vorsprung auszubauen? Nein, sie fällt zurück und Pamir übernimmt die Führung. Doch dann zündet Olga die Dritte den Turbo.
Olga die Dritte hat das Rennen gewonnen. Mit diesem Sieg ist Olga die Dritte die erfolgreichste Kakerlakensprinterin aller Zeiten. Golfspielen ist ja prinzipiell ein tolles Hobby, aber immer diese weiten Wege. Die Golfspieler unter Ihnen werden es wissen, so eine Golftasche ist ganz schön schwer und einen persönlichen Caddy können sich wohl leider nur die wenigsten von uns leisten. Aber schauen Sie mal, welches Tier passionierten Golfern auf einem Platz in den USA da ganz wunderbare Dienste leistet. In North Carolina im Osten der USA liegt Brevard, ein wahres Paradies für Golfer. Auf 50 Quadratmeilen gibt es 50 Golfplätze und dort arbeiten die wohl haarigsten Caddies der Welt. Und damit ganz klar unser Platz 8 in der verrückten Tierwelt. Lamas als Golfschlägerträger. Insgesamt 16 Lama-Caddies beschäftigt Golfplatzwart Mark English. Die Tiere kommen ursprünglich aus den südamerikanischen Anden. Wegen ihrer Wolle züchtet man sie heute auch in den USA und Europa. Mark bekommt seine haarigen Mitarbeiter von einem Züchter aus North Carolina. Doch er will ihn nicht ans Fell. Lamas sind wie für den Golfplatz gemacht. An ihren Füßen haben sie ein weiches Polster. Ich zeig's euch. Gib Fuß. Mit diesem weichen Polster kann er übers Gras laufen, ohne Hufabdrücke zu hinterlassen. Schafe zum Beispiel rupfen das Gras zu tief ab und verletzen dabei die Wurzeln. Lamas machen das nicht. Lamas schonen den Rasen und verbrauchen weder Benzin noch Strom. Die Öko-Variante für Golfer. Der Arbeitsweg der skurrilen Golfcaddies, 11 Kilometer im Anhänger. Jeden Dienstag fährt Mark seine Lamas zum Sherwood Forest Golfplatz. Komm raus, Zeit zu arbeiten. Brandon, Jay und Wes haben durch begeisterte Freunde von den Lama-Caddies gehört. Heute wollen die Golfer selbst herausfinden, was dran ist am Lama-Hype. $40 extra zahlt jeder von ihnen für den tierischen Caddy. Mindestens ein Lama-Pfleger ist auch immer mit dabei. Manchmal ist allerdings mit kleinen zeitlichen Verzögerungen zu rechnen. Lamas sind Herdentiere und gehen immer gemeinsam aufs Klo. Fehlt eines, warten alle anderen. Der größte Vorteil der Lama-Caddies ist, dass ich nur ein bisschen an der Leine zupfen muss, anstatt meine Taschen selber zu tragen. Ich muss mich auch nicht mit einem Rollwagen oder Golfkart rumärgern. Sie sind Caddy-Helfer und halten auch noch den Rasen kurz. Einen Nachteil hat das Ganze allerdings. Tipps vom Lama gibt es nicht. Und wie zufrieden sind die Golfer? Die Lama-Caddies machen echt Spaß. Für mich ist es das erste Mal heute. Das Beste an den Lamas ist, dass sie keinen Spruch loslassen, wenn man einen schlechten Schlag macht. Die Lamas interessiert das nicht. Platz 8. Die Lama-Caddies aus den USA. Unser Platz 7 führt uns nach Australien zu Shane Wilmot und seinen abgefahrenen Surfermäusen. Als gelernter Bootsbauer baut Shane die Mini-Surfbretter selbst. So bekommt jede Maus das passende Board. Auf den Wellen geht es den Mäusen wie echten Surfern, Stürze inklusive. Aber dann zeigen sie, was sie drauf haben. Sie fahren nicht nur geradeaus, sondern richtige Manöver. Tierschützer haben übrigens bestätigt, dass die Mäuse dabei keinen Stress empfinden. Shanes kleine Nager haben auch schon eine feste Fangemeinde. Ich liebe die surfenden Mäuse. Hey, das ist Spaß, unglaublich. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Kein Wunder, denn surfende Mäuse sieht man schließlich nicht jeden Tag. Das ist meine mit Abstand am besten surfende Maus. Sie heißt Andy. Andy ist Shanes ganzer Stolz. Schon sein Großvater war vor 8 Jahren der beste Surfer in der Mäusetruppe. Mittlerweile verdient Shane mit seinen Mäusen richtig Geld. Bei Kindergeburtstagen und TV-Auftritten kommen bis zu 500 Euro pro Tag zusammen. You're a good boy. Oh, you're the best. In Tokio-Stadtteil Tsukishima besuchen wir Hisao Mitani und sein eher ungewöhnliches Haustier. Guten Tag. Wohnt hier die Schildkröte? Ja. Er schläft schon wieder.
Hisao lebt zusammen mit der 19-jährigen Schildkröte Bo. Während das riesige Tier noch schlummert, zeigt uns Hisao Bilder von Bo, als er noch ganz klein war. Das ist er mit 2 Jahren. Da war er nur 10 cm groß. Er war ein Geschenk für meine Frau. Dass er bis zu 100 Kilo schwer werden kann, wussten wir nicht. Hisao dachte, es sei eine Schmuckschildkröte. Die werden maximal 30 cm groß. Bo schafft es heute auf 1 Meter Länge. Ich weiß, dass ihm die Massage gefällt. Denn Bo seufzt dann ab und zu und manchmal pupst er sogar. Ein echtes Zeichen der Entspannung. Bo ist eigentlich ein recht pflegeleichtes Haustier. Nur halt etwas langsam, dafür aber extrem tiefenentspannt. Komm schon. Doch Bo hat die Ruhe weg. Wozu auch die Eile? Für dieses Haustier braucht man wirklich viel Geduld. Doch einem leckeren Blatt Kohl kann die Schildkröte nicht widerstehen. Hier lang. Insgesamt 70 Kilogramm bringt die Schildkröte momentan auf die Waage. Damit ist Bo schwerer als sein Herrchen. Jeden Tag geht der 62-Jährige mit seinem besten Kumpel raus. Er ist die Attraktion. Bei so vielen Fotos muss man ständig anhalten. Das sind immer so viele Leute. Und das schon seit 10 Jahren, die wir Gassi gehen. Bo ist so berühmt, dass in einigen Stadtführern der tägliche Spaziergang als Geheimtipp gilt. Wir wohnen auch hier und sehen die beiden oft. Ein tolles Bild, nicht? Alle sind verrückt nach Bo. Schließlich wird Schildkröten in Japan nur Gutes nachgesagt. Sie stehen für Treue, Zuverlässigkeit und ein langes Leben. Viele bringen sogar Leckereien für Bo mit. Äpfel, Kohl, Rohkost. Fleisch kriegt er nicht. Bo ist eine Spornschildkröte. Diese Tiere können in freier Wildbahn bis zu 80 Jahre alt werden. Namensgebend ist der auffällige Sporn am Oberschenkel der Hinterbeine. Die aus Afrika stammenden Landschildkröten werden schon seit Jahrhunderten nach Asien exportiert. Bo und Hisao spazieren jeden Tag genau 1 Kilometer. Und das dauert 2 Stunden. Die beiden sind also mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 500 Metern pro Stunde unterwegs. Bos Lieblings-Snackpoint ist der Bäcker. Hier gibt es für ihn Weißbrot und Wasser. Er trinkt nie viel. Wir sind gute Freunde. Ich kenne ihn schon, seit er ganz klein war. Er macht hier mal Pause. Nach 2 Stunden sind Bo und Hisao wieder zu Hause. Damit die afrikanische Schildkröte im japanischen Winter auch nicht friert, hat Hisao vorgesorgt. Das näht eine Nachbarin. So bleibt er schön warm. Dazu passend habe ich die Tasche für die Snacks. Spornschildkröten können über 120 Jahre alt werden. Ich muss noch jemanden finden, der sich dann um Bo kümmert. Jemand mit einem guten Herz. Bis dahin bleiben dem ungewöhnlichen Duo aber hoffentlich noch viele Jahre Zeit. Das Apopo-Institut in Morogoro, Tansania, ist das Zuhause unserer nächsten abgefahrenen Tierart, Ratten. Wir sind in einem Ausbildungscamp für Minensucher, denn diese süßen Nager hier sind echte Sprengstoffspezialisten mit einer gefährlichen Mission. Die Ratten wurden seit einiger Zeit am Flughafen zur Sprengstoffsuche eingesetzt. Dann kam eines Tages ein Mitarbeiter zu mir ins Labor und fragte, wäre das nicht auch was zur Minensuche? Wir haben uns gesagt, lass es uns versuchen. Und es funktioniert. Ratten haben einen ausgezeichneten Geruchssinn. Sie erkennen 16 verschiedene Sprengstoffarten und lernen 3-mal so schnell wie Hunde. Der Hunger treibt sie. Haben Sie was gefunden, gibt es eine Belohnung. Nach 4 Monaten Training der Ernstfall. Wir fangen sehr früh am Morgen an, denn das ist die beste Zeit. Der Sprengstoff tritt aus den Minen aus und verteilt sich im Boden. Wenn sich der Boden dann erwärmt und die Feuchtigkeit der Nacht verdampft, steigen die Sprengstoffgerüche aus dem Boden auf. Die beste Zeit für die Ratten. Witterungseinflüsse machen die Minen porös und der Sprengstoffgeruch strömt aus. Die feinen Nasen der Ratten können ihn dann besonders leicht erschnuppern.
Um eine systematische Suche zu ermöglichen, laufen die Ratten an beweglichen Metallgestellen entlang. So entgeht ihnen keine Mine. Weil Ratten so leicht sind, können sie selbst über vermintes Gebiet laufen, ohne eine Explosion auszulösen. Mittlerweile gibt es über 60 Ratten, die als staatlich anerkannte Sprengstoffsucher Minen erschnüffeln. Über 1,3 Millionen Quadratmeter Fläche haben sie schon gesäubert. Trefferquote 100%. Für jede gefundene Mine gibt es eine Belohnung für die Naga. Die Minenratten von Tansania. Unser Platz 5 unter den Crazy Animals. Echt skurril ist auch unser Platz 4. Wir befinden uns in Port Lincoln, im Südwesten Australiens, wo Matt Waller behauptet, Haie stehen auf Rockmusik. Er bietet Tauchtrips an zum zahmen Heavy-Metal-Hai. Die hier, die ist es. Eine AC/DC-CD, das entscheidende Utensil bei diesem Tauchtrip. Laut Matt mit Abstand die Lieblingsband der weißen Haie. Wir haben ihnen viel vorgespielt. Red Hot Chili Peppers mögen sie, aber vor allem AC/DC. Da weiße Haie in Gefangenschaft nicht überleben, kann man sie nur in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Aber wie funktioniert das Anlocken mit Musik überhaupt? Jeder Ton, jede Bewegung erzeugt im Wasser Druckwellen. Haie können sie so gut wahrnehmen, weil sie gleich zwei Organe zum Hören besitzen. Zum einen die Ohren, von außen nur als zwei winzige Poren sichtbar, die zu einem inneren Gehör führen. Damit hört der Hai entfernte Töne über hunderte von Metern hinweg. Nahe Töne nimmt er vor allem mit dem sogenannten Seitenlinienorgan wahr. Es verläuft auf beiden Seiten bis zur Schwanzflosse und besteht aus zahllosen Sinneszellen. So kann der Hai ein Objekt nicht nur identifizieren, sondern auch exakt orten. Eine Art natürliches Zielvisier. Auch wenn es nicht so aussieht, das ist unser neuer Unterwasserlautsprecher. Sehr widerstandsfähig. Genauso einen Lautsprecher benutzen auch Synchronschwimmer unter Wasser. Es folgt AC/DC, You Shook Me All Night Long. 1986 ein Welthit. Heute soll er weiße Haie zu uns holen. Alle Haie im Umkreis von 3 Kilometern können das jetzt hören. Und vielleicht schauen sie auch vorbei. Wir sind gespannt. Über Wasser hören wir jedenfalls gar keine Musik mehr. Dafür breitet sich der Schall unter Wasser 4-mal so schnell aus. Und dann passiert es. Schon nach wenigen Minuten taucht plötzlich ein weißer Hai hinter dem Boot auf. Tatsächlich, ganz friedlich. Aber hat ihn wirklich AC/DC angelockt oder kommt er gerade nur zufällig vorbei? Nach einer Stippvisite verschwindet er wieder und bleibt auch vorerst der Einzige. Für Matt ist zweifelsfrei klar, der Song hat funktioniert. Großartig, unglaublich. Sie fühlen die Musik einfach. Wir haben es schon ein paar Mal gesehen, dass sie ihr Gesicht am Lautsprecher reiben. Das ist richtig cool. Ob weiße Haie nun wirklich eingefleischte AC/DC-Fans sind oder sie Musik einfach nur neugierig macht, abgefahren ist unser Platz 4 allemal. Unser nächstes außergewöhnliches Tier haben wir in Belgien aufgespürt. Jeder, der es sehen will, muss erstmal durch eine Hygieneschleuse, bevor man schließlich vor diesem Prachtexemplar von einem Bullen, einem blau-weißen Belgier, steht. Muskeln wie Berge. Kein Gramm Fett. Wie ein Bodybuilder sieht diese Rinderrasse aus und ist damit unser Platz 3. Das ist Ika, einer unserer besten Bullen. 5 Jahre alt und gut 1250 Kilogramm schwer. An ihm sieht man, was die Rasse auszeichnet. Ein extrem breiter Rücken. Runde, sichtbare Rippen. Extrem viel Muskelfleisch an den Schultern.
Und besonders markant das muskulöse Hinterteil, das sich rund nach unten wölbt. Von diesen Giganten stehen hier eine ganze Menge rum. Insgesamt 40 der teuersten Muskelbullen Belgiens. Unweigerlich fragt man sich, was passiert, wenn so ein Koloss mal schlecht drauf ist. Diese Ängste sind jedoch unbegründet. Ihre Muskelmasse macht sie eher träge. Aber woher kommen diese riesigen Muskeln denn nun? Verfüttern die Belgier Anabolika? Jeder Bulle bekommt täglich 4 Kilogramm von diesem Kraftfutter. Und was steckt da drin? Gepresste Zuckerrübenreste, Sojaschrot, Gerste und Maisflocken. Das ist ganz normales Kraftfutter, wie es auf der ganzen Welt verfüttert wird. Keine Antibiotika, keine Steroide, nichts. Die Muskeln sind komplett natürlich. Begonnen hat alles vor 40 Jahren mit einem zufälligen Gendefekt bei einem belgischen Rind. Ein Gen, das auch wir Menschen besitzen, das sogenannte MSTN-Gen. Im Normalzustand sorgt es bei allen Lebewesen dafür, dass im Muskel ein Protein ausgeschüttet wird, das sogenannte Myostatin. Myostatin hemmt und kontrolliert das Muskelwachstum. So behalten die Muskeln eine effiziente Größe und Leistungsfähigkeit. Um athletisch auszusehen, haben wir daher nur eine Chance: regelmäßiges und hartes Training. Darauf können die blau-weißen Belgier verzichten, dank ihres natürlichen Gendefektes. Durch die Mutation wird bei ihnen gar kein Myostatin gebildet. Ohne diesen Hemmstoff wachsen ihre Muskeln überdurchschnittlich stark. Ganz von alleine. Damit man diese Muskeln besser sehen kann und die Bullen weniger schwitzen, bekommt jedes Tier einmal im Monat eine Ganzkörperrasur. Ohne Fell zeichnet sich ihr Muskelverlauf deutlicher ab. Und das ist wichtig, weil wir die Bullen zur Schau stellen wollen. In ihrer ganzen Pracht. Bei uns in Deutschland gibt es schätzungsweise gerade mal um die 60 Exemplare dieser außergewöhnlichen Rasse. Was haben Spinnen mit den legendären japanischen Samurai-Kriegern zu tun? Die sind ja bekannt für ihre Kampfkunst. Doch eine Disziplin der Samurai, die kaum einer kennt, ist tatsächlich der Samurai-Spinnenkampf. Beim jährlichen großen Spinnenfestival im Süden Japans treten die Tiere zum Samurai-Kampfturnier an. Es ist der wohl ungewöhnlichste Kampfsport, den es gibt. Und damit ganz klar unser Platz 2 der Crazy Animals. Wir begleiten Spinnenliebhaberin Svenja in die südliche Provinzhauptstadt, um dort mal einen genauen Blick auf die Kampfspinnen zu werfen. Die sogenannte Wespenspinne hat ein steifes Außenskelett, die Cuticula. Sie bedeckt den gesamten Körper, ähnlich einer Ritterrüstung. Sie hat 8 Beine und 8 Augen, dennoch nimmt sie die Umwelt vor allem über ihre Hörhaare an den Beinen wahr. Ihre Waffe, die unten anliegenden Giftklauen. Sie funktionieren wie ein Klappmesser. Beißt die Spinne zu, schnellen die Klauen heraus und spritzen das Gift in den Gegner. Ob eine Spinne das Zeug zur Samurai-Kämpferin hat, zeigt sich im Training. Svenja trifft einen der besten Samurai-Spinnentrainer des Landes, Kenzo Suzuka. Unterhalb des Kampfstocks befindet sich ein Wasserbecken. Das hält die Spinnen oben. Sie fürchten Wasser. Sie flüchten manchmal vor ihrer Gegnerin und seilen sich ab. Aber durch das Wasserbecken klettern sie wieder nach oben. Spinnen sind Kannibalen und würden sich eigentlich gegenseitig auffressen. Aber so weit lassen die Trainer es nicht kommen. Sie trennen die Tiere, bevor sie sich verletzen. Der Samurai-Spinnenkampfsport ist unblutig. Die Regeln besagen, dass ein Kampf dann als verloren gilt, wenn eine der beiden Kämpferinnen den Faden, an dem sich ihre Gegnerin abseilt, kappt oder sie einspinnt. Der Morgen des großen Turniers. Aus ganz Japan sind Spinnenfreunde angereist. Das Samurai-Spinnenturnier findet in einem Tempel statt. Durch diesen traditionellen Kampfsport, so glauben die Japaner, lebt der Geist der Samurai-Kämpfer weiter. Die traditionelle Schiedsrichtertracht wurde schon zu Zeiten der Samurai getragen. Es gibt eine Handvoll Profi-Schiedsrichter in Japan.
Sie leiten die Kämpfe so, dass keine Spinne verletzt wird. Die Teilnehmer wollen ihre Tiere unversehrt nach Hause nehmen. Das Turnier funktioniert nach dem K.O.-System. Ein verlorener Kampf bedeutet bereits das Aus für Trainer und Tier. Nur noch die Schiedsrichter können bei dieser Geschwindigkeit auseinanderhalten, welche Spinne die Oberhand hat. Gute Samurai-Spinnen verfügen über starke Spinndrüsen und können ihre Gegner damit in wenigen Augenblicken einspinnen und bewegungsunfähig machen. Zwischen diesen beiden Gegnern ist ein besonders langer und harter Kampf entbrannt. Eine von beiden Spinnen hat Svenja ins Rennen geschickt. Leider reicht es am Ende dann aber doch nicht für einen Sieg. Ja, jetzt habe ich verloren. Na, das ausgegangen. Auch wenn Spinnenfan Svenja ihr Exemplar gerne mit nach Hause genommen hätte, folgt sie doch der uralten Tradition und setzt ihre Kämpferspinne nach dem Turnier wieder in der Natur aus. Unser Platz 1 der Crazy Animals führt uns in die USA und stellt selbst hartgesottene Hundefans auf die Probe. Dürfen wir vorstellen Elwood, der offiziell hässlichste Hund der Welt. In den USA gibt es über 50 Millionen Hunde und nirgendwo auf der Welt leben mehr Hunde auf so engem Raum wie in New York. Doch den mit Abstand hässlichsten von allen gibt's im Vorort SeaWorld. Hier lebt Hobby-Tierschützerin Karen Quigley mit 11 Hunden und 5 Katzen. Einer davon, Elwood, eine Mischung aus Chihuahua und chinesischem Schopfhund. Besonders skurril seine heraushängende Zunge. Denn Elwood fehlen von Geburt an links alle Zähne. Elwood war Teil einer Tierrettungsaktion. Seine letzte Besitzerin hat sich einfach nicht gut um ihn gekümmert. Sie wohnte hier in der Nähe. Ich bin sofort hin und habe ihn angeschaut. Und er war so winzig. Als Welpe war er komplett weiß. Seine Zunge hing raus. Seine Nase war voll mit Schleim und er sabberte. Ich dachte aber nur, sowas Süßes. Süß? Naja, vielleicht nicht im klassischen Sinne. Denn tatsächlich war Elwood bereits stolzer Sieger des Wettbewerbs Hässlichster Hund der Welt. Und hat inzwischen richtige Fans, ein eigenes Buch, eine Website und Auftritte in ganz Amerika. Dabei wollte ihn seine erste Besitzerin kurz nach der Geburt einschläfern lassen. Sie fand ihn zu hässlich. Wir hoffen, dass sie Elwoods Erfolg beobachtet und dass sie daraus lernt, dass man ein Hundeleben nicht einfach beendet, nur weil er nicht so aussieht, wie man sich das vorstellt. Elwood ist ein echter König der Herzen auf Hundeschauen im ganzen Land. Alle lieben den kleinen Hund und das, obwohl er aussieht, als sei er öfter mit viel Schwung gegen eine Wand gelaufen. Das nutzt Karen, um mit ihm Geld für ein Tierheim zu sammeln. Ein Foto mit Elwood kostet $3. Jährlich bringt der hässlichste Hund der Welt dem Tierheim so $6.000 ein. Blickfang Nummer 1, Elwoods natürliche Irokesenfrisur. Und das Zittern, ein Zeichen von Stress und typisch für Chihuahuas. Elwood kommt gut an, gerade weil er so hässlich ist. Er ist so hässlich, dass er wieder hübsch ist. Unser klarer Gewinner der verrücktesten Tiere. Hundestar Elwood aus New York. Och, wie süß. Da geht doch nicht nur Tierfreunden das Herz auf, oder? Und damit endet auch schon unser spannender Ausflug in die verrückte Tierwelt. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss und bis bald.